zurück, liebe Freunde. Heute gibt es einen Vlog oder Vlog, wie das heißt. Ne? Vlog ins Herz. Ein Vlog ins Herz. Wir fahren nach Ingolstadt. Wir holen ein paar Trainingsgeräte ab. Einmal eine sogenannte Luisier-Dumbbell. Und einmal für den Dalibor haben wir zwei 75 Kilo Kurzhanteln produzieren lassen. Was er damit machen will, das werden wir noch sehen. Ein bisschen was zu der Luisier-Dumbbell. Das ist von einem sehr bekannten Strongman, ein Franco-Kanadier. Hat um 1800 gelebt. Die Hantel wiegt 274 Pfund. Das sind 124,5 Kilo. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt grob über den Daumen peile, so um die 10, 15 Menschen auf diesem Planeten haben die bisher gehoben. Also die wird mit beiden Händen hoch zur Schulter genommen und dann einarmig sozusagen ausgestoßen. Sprich eine normale Dumbbell-Technik, nur eben eine spezielle Dumbbell-Ausführung. Genau, also ihr kennt ja die Hanteln aus den Fitnessstudios, die sind halt, ne, diese Scheibchen da drauf gepackt. Und bei dieser Dumbbell geht es darum, das sind halt wie so Kugeln, wie so Kanonenkugeln, wie man es aus den alten Zirkusauftritten oder diese Schwarz-Weiß-Filme kennt. Also das ist eine sehr alte Geschichte, diese Dumbbell. Und ich persönlich, ich will die vielleicht heute sogar schon stemmen, aber dann in naher Zukunft. Das ist so ein kleines Ziel für mich. Ne? Nein, du hältst ja schon den deutschen Rekord. Exakt, der deutsche Rekord liegt bei 113 Kilo. Aber jede Dumbbell ist immer etwas unterschiedlich und von daher, ihr werdet jemanden kennenlernen, der diese Sachen produziert und will das auch weiterhin in Zukunft machen. Den stellen wir euch dann auch vor. So sieht's aus. Guter Freund. Dann nehmen wir euch jetzt mit auf die Reise. Viel Spaß dabei. Und ja, los geht's. Schaut's euch an. Lehnt euch zurück. Wir werden uns quälen und... Hi. So, Tankstelle. Das Kfz ist ebenso hungrig wie wir. Geld an die Uhr. So sieht's aus. Täglich stehe ich hier und tanke das Getier. Wenigstens haben wir Platz im Auto, ne? So sieht's aus. So, wir stehen jetzt hier zum zweiten Mal. 10 Minuten später, wir tanken immer noch. Unermüdlich. Und so viel Liter rein. Wir sind jetzt bei 90 Liter. €110 momentan, gleich 100 Liter. Ja. Reicht ja. Uns dann eigentlich noch das Budget für die Hanteln? Von nichts kommt nichts, ne? Aber wie hat der Herr Kühl gesagt? Viel bringt viel. Viel bringt viel, gell? So Leute, wir sind in Ingolstadt angekommen, herrliches Wetter, jetzt gehen wir mal zum Roman und schauen uns an, was er uns zu bieten hat. Was denn ist? War eine lange Fahrt, aber jetzt sind wir endlich da. Mit offenem Fenster auf der Autobahn, ja. Weil der Dennis keine Luft bekommt. Es ist zu warm, der Sommer kommt, ich mag das nicht, ich möchte keinen Sommer. Kann jemand hier mal auf? Hab ich doch. Oh Mann, wo bist du? Vor lauter Menschen sieht man... Hey, weil du bist halt so schick angezogen. Ja, ich weiß. Dabei hat man mich kein einziges Mal gesehen, gell? Müssen wir schon noch zeigen. Komm, gib her. So, den Mann hinter der Kamera. Den jungen Attacken. So. Leider nur etwas unbewusst. Aber ansonsten alles in Ordnung. Ja, aber warum heißt es eigentlich Vlog? Ich kenne den Vlog nur so. Vlog? Von den Vlog, von den Vampiren und so ein Scheiß, ne? Ja, es halt, es noch, fängt ja mit V Erde. An, also quasi Videolog. Log. Das heißt Log.
Logbuch. Wir kennen den Loglift. Ich glaube, das ist im Roman sein Domizil, hier die Werkstatt. Ja. Oh, oh, hier filmen jetzt du Knecht. Da hätten wir eigentlich reinfahren müssen. Servus, grüß dich. Oh, geht schon. Ja. Da sind sie. Servus, Ewald. Grüß dich. Hat er nicht fleuchtig schon? Fuck, schon mal geworden. Hätte man nicht reinfahren können, oder? Ja, das weiß ich. Hallo, servus. Da kann ich einfach reinkommen. Ach, der Mädel ist warm. Richtig nice, ne? Also Leute, wir sind jetzt hier angekommen beim Roman, der Konstrukteur des Wahnsinns hier. Film mal rüber, Ewald. Sind wir ihm sehr dankbar dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, die Teile hier herzustellen. Und dazu wird er jetzt was sagen, beziehungsweise wie er es gebaut hat und wie viel die Teile wiegen, was ja sehr interessant ist. Roman. Erzähl uns was. Das war schon echt eine riesen Herausforderung, eine einteilige Louis Sœur-Dampel herzustellen. 124,5 Kilo, CNC gesteuert, richtig schön bearbeitet, keine Nähte, keine Fuge, keine Brechkante. Perfekt. Aus einem Stück Stahl. Genau. Hält also jeden Belastungen also stand, was man sich vorstellen. Ich glaube, dass es diese Hantel so nicht gibt. Ich hoffe es. Aus einem Stück hergestellt, glaube ich. Aus einem Stück glaube ich nicht. Also, wie jetzt auf den Arnold Classics zu sehen, die Herrschaften haben es aus 5 Teilen zusammengeschweißt. Ne? Jeden Ball, sage ich jetzt mal, in die Hälfte geteilt, dann zusammengeschweißt und sowas. Einmalig. Wir haben ja teilweise sogar auf Sachen aufgepasst, wie hier zum Beispiel einen speziellen Radius einzubauen. Weil selbst hier, wenn man scharfe Kanten und scharfe Übergänge macht, wirkt es wie eine Sollbruchstelle unter Belastung. Also, hier wird die Energie auch nochmal zusätzlich schön abgeleitet ins Material, dass er noch ja nicht bricht unter Belastung. Sehr schön. Und die Kleinen? Die Kleinen haben jeweils 75 Kilo, auch alles bis auf 10 Gramm genau, genauso wie die Louis Sœur-Dampel. Griff 40 mm, für die starken Jungs brauchen wir ein bisschen dickere Griffe. So sieht's aus. Ja, verschweißt. In Zukunft wird sie wahrscheinlich mal Schrumpf gepresst. Mit einem Kälteverfahren, dass man sich die komplette Verschweißung spart und die thermische Behandlung. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Und wie heißt dein Label? PMB, Painmaker Marble. Klingt gut. Also, no pain, no gain. In dem Sinne gibt es jetzt ein bisschen Pain. Wir werden jetzt versuchen, die Teile mal in die Höhe zu stemmen und schaut es euch an. Jetzt könnt ihr schon mitgehen, zeige ich euch nochmal meine kleine Trainingsgrotte. Hast du auch so einen Keller der Schmerzen? Der Painkeller. Der Painkeller. Das vor. Kugeln plus Podest und sonst Grundausstattung, ohne die man einfach nicht klarkommt. Alles, was man braucht zum Starten. Ja. Richtig lecker. Ich würde schon fast eine Seite stellen, aber wir müssen schwarz machen. Kriege Depressionen. So, wir wärmen uns gerade auf. Der 40 Kilo Dampel zum Easy Warm-Up. Um die Schultern warm zu kriegen und dann später die schweren Gewichte zu bewegen. Der Roman hier, ganz easy. Zeigt euch später einen Trick. Finde ich das ganz einfach. Das sagst du niemand weiter. Nur vor laufender Kamera. Nein. Dennis, komm mal rein. Was soll ich machen? Zeig. Zeig, wie mächtig du bist.
Easy, komm und bam! Bist du zufrieden, Ewald? Ja. Oh, sehr schön. Auf, Dennis, zeig uns, was du kannst. Easy. Du meinst, dass cool, das befiehlt. Schnelle Beine, schnelle Beine, springen, springen. Fuck. So, nee, aber ich benutze sie gar nicht eigentlich so weg. So mächtig das Teil, gell? Du musst dich halt gut hinlegen, dass du gleich auf die Sätze kommst. So ist das normal verschweißt. Ah. Ja, gerade durchgesteckt und verschweißt und verschliffen. Ja. Ungefähr 5 mm ist das dick verschweißt. Ja. Mit der Zeit wird die auch fest, weil die zusammen oxidieren. Also dieses Ding, das wird mit der Zeit auch hergestellt. Weißt du, da gehst du dann so hin, hast so handeln, wie die jetzt sich nehmen. Komm, Dennis. Mit dem Ding jetzt hoch! Komm hoch! Und jetzt raus mit! Komm stark raus! Du warst nicht gerade, du warst nicht in deiner Ausgangsposition. Bei 24 Kilo drin, beidarmigen Hammer-Curl. Einarmig. Einarmig. Das Ding überhaupt noch mal hochkrieg. Aber oh, kann ich es nicht umsetzen. Oh je, einen blauen Fleck. Sehr gut, hoch mit. Soll. Hüfte vor! Gib mir einen Bums! Vergiss es! So, jetzt so die Knie kriegst du hoch, aber den Schwung kann ich nicht generieren, dass ich da so komme. Fokus, Technik. Ja, hoch, sehr hoch. Schön. Jetzt hoch, genau. Konzentrieren. Ellenbogen hoch, komm. Jetzt, Hüfte, komm! Ja, das war aber Nummer 4. Das war deutlich besser als der erste. Ja. 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 Beim ersten warst du wieder zügelig, da hast du es ein bisschen weit außen gehabt. Jetzt war es richtig schön drunter. Schulter war oben? Ja. Schulter war oben. Wo war der Ellbogen? Der hätte noch ein bisschen höher gehen können. So, hier haben wir mal eine kleine Version, weil die 75er ist okay, die 124er ist zu schwer. Deswegen nehmen wir mal eine. Ach, ratet selber, was die liegt. Ich muss das jetzt akzeptieren. Blick! Das sieht bei mir ausgehört. Das ist, wenn du dich ein bisschen anders über die Hand stellst zum Schwung. Ich habe mich am Anfang immer so
hingestellt. Dann habe ich easy, oder? Das nicht hochbekommen. Seitdem ich mich so hingestellt habe, das war da vorne. Das ist quasi allein daneben schon den Impuls nach vorne genommen. Das hat sich bei mir jetzt selber ausgeführt gehabt. Also Leute, schreibt in die Kommentare, was schätzt ihr, was die wiegt, wie viele Wiederholungen hast du gemacht? Ich habe nicht gezählt. Gut, also in die Kommentare, wie viel wiegt die Hantel? Also, Vergleich, 75, ratet jetzt einfach mal.